رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد heute wie angekündigt ist inshallah ein Vortrag von dem Erwin in Dormagen. Und deswegen wird es jetzt nicht von der Zeit her reichen, einen Hadith zu übernehmen. Und auch ein anderer Raum ist geschlossen, habe ich jetzt dieses Buch sowieso nicht dabei. Aber vielleicht einige Sachen, wovon wir profitieren, inshallah. Und zwar habe ich das gestern schon angesprochen, bevor der Bruder Barak gekommen ist. Welche Methoden befestigen bei den Fitna? Das heißt, was befestigt dich, wenn die Fitna kommt, wenn die Versuchung kommt, wenn die Leute in der Region nicht mehr stabil sind, von der Region abfallen, in verschiedene Arten von Fitna geraten, Fitna von Frauen, Fitna von Geld, Fitna von gegenseitig töten, Fitna, dass man nicht sich an die Sunna hält und sich mit dem die neuen Bewegungen, die kommen und die Begebenheiten, die einen von der Sunna wegziehen. All diese Sachen gehören zu den Fitnah, wo man sagt, wie kann ich mich befestigen bei diesen Sachen. Und da habe ich gestern, das war erwähnt, so einige Punkte, aber vielleicht waren einige nicht gestern da, oder ist es sozusagen eine Wiederholung oder eine Änderung, inshallah, wie man sich befestigt bei der Fitnah oder was gibt es, was einen befestigt. Als allererstes der Koran. Allah sagt im Koran, كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Genauso, damit wir deinen Herzen befestigen mit ihm, durch ihn. Durch was? Durch den Koran. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Deswegen hat Allah Ta'ala diesen Koran herabgesandt, damit er als Befestigung für die Gläubigen kommt. Und der Prophet Muhammad selber brauchte Befestigung. So hat Allah Ta'ala den Propheten mit dem Koran befestigt. Und auch ein schönes Beispiel, wie man durch den Koran die Leute befestigt, als der Prophet Muhammad gestorben ist. Da waren die Leute durcheinander. Und dann wollten viele das nicht wahrhaben, dass der Prophet gestorben ist. Und einer von denen war auch Omar. So fromm er war, war in diesem Augenblick durcheinander. Deswegen war Abu Bakr, radiallahu anhu, einer, der die Leute befestigt hat. Und der hat den Koran benutzt, um die Leute zu befestigen. Der hat Koran Verse rezitiert, die genau zu der Situation gepasst haben. Und dann hat er seine berühmte Sprache gehalten, hat gesagt, wer Muhammad angebetet hat, Muhammad ist gestorben. Wer Allah anbetet, Allah ist lebendig und sterbt nicht. Dann rezitiert er Koran Verse, wo man Muhammad also hat Verse rezitiert, wo Allah Ta'ala gesagt hat, dass der Prophet Muhammad sterben wird. Und zwar gab es verschiedene Anlässe, wo Allah Ta'ala darauf hingedeutet hat, dass der Prophet Muhammad sterben wird. Oder was würdet ihr machen, wenn er sterben würde? Dann hat er diese Verse rezitiert, um zu verdeutlichen, das hat ja Allah sogar schon längst gesagt, dass der Prophet Muhammad auch sterben wird. So hat er die damit befestigt.
Und Umar radiallahu anhu sagte zu dem Augenblick, als ob dieser Vers, dass ich das zum ersten Mal gehört habe, obwohl sie es aber immer den Koran rezitiert haben und so weiter. Aber jetzt hat das ganz andere Wirkung, als er das dann gehört hat. Aber da hat der Abu Bakr den Koran benutzt, zu befestigen. Und wir brauchen auch den Koran. In unserer Zeit brauchen wir den Koran, um uns zu befestigen, dass wir die Lehren ziehen von dem Koran, dass wir das richtige Verständnis haben von dem Koran. Koran hat nicht nur einfach nur Verse, manche Verse sind wie Regeln, die dir den Weg sozusagen verdeutlichen. Deswegen ist einer von den Befestigungsgründen oder von den Befestigungsmitteln der Koran. Das ist ein sehr wichtiger Befestigungsgrund. Ein zweiter oder ein weiterer Befestigungsgrund ist der Iman, der Glaube. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah befestigt die Gläubigen oder diejenigen, die glauben, mit der festen Aussage in diesseits und in jenseits. In diesseits und in jenseits. Er sagt, gelehrt des Tafsirs, im Diesseits befestigt Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen durch den Glauben, wenn zum Beispiel die Zweifel kommen oder die Scheinargumente kommen, dann wird man befestigt mit der wahren Glaube, durch den wahren Glaube, durch die, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leitet zu der Gewissheit, dass ihn keine Zweifel von dem Weg abbringen. Deswegen muss man immer sein Glaube stärken, seine Überzeugung stärken. Und auch bei den Gelüsten und bei den Versuchungen und Verlockungen befestigt Allah subhanahu wa ta'ala das Herz durch den Iman, dass er nicht schwach wird und diese Gelüste nachgeht, was Sünden angeht. Deswegen ist der Iman einer der wichtigsten Befestigungsgründe, die sozusagen zu deiner Befestigung und zu deiner Standhaftigkeit führen. Genauso ist die rechtschaffene Tat. Die dritte Befestigungsmittel ist die rechtschaffene Tat, der Amal Salih. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Also wenn sie tun, womit sie ermahnt worden sind, das wäre für sie besser und stärker in der Befestigung. Das Handeln nach das, was Allah befohlen hat. Deine Pflichten nachzugehen, die rechtschaffenen Taten allein zu machen, die sind ein Grund, dass man befestigt wird. Warum? Weil derjenige, der sich an die Befehle Allahs hält und die rechtschaffenen Taten macht, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und zufriedenstellt, der trainiert sich immer Gutes zu tun und rechtschaffen zu handeln, bis das sozusagen für ihn eine Gewohnheit wird, bis er immer wieder den Geschmack findet, immer wieder was Gutes zu tun und rechtschaffen zu handeln. Dadurch wird er befestigt an die Religion, an den rechten Weg, an den Taten. Durch diese Taten, die er macht, befestigt er sich und gleichzeitig verbringt er seine Zeit in das Richtige. Hat er keine Zeit, während er das Gute tut, während er sich daran gewöhnt, das Gute zu tun, hat er nicht die Zeit, in die Fitna zu reinzukommen. Deswegen hat man das gemerkt bei einigen Jugendlichen, sie geraten in Fitna, dadurch, dass die ihre Zeit nicht genutzt haben. Deswegen, die rechtschaffenden Taten ist das Beste, was man macht, wenn die Fitna kommt. Und das sagte auch der Prophet Muhammad, dass man bei Zeiten von Fitna an den rechtschaffenden Taten festhalten sollte.
Dann auch zu der Befestigung gehört auch die Geschichten der Früheren von dem Salaf und von den Propheten und was mit ihren Völkern geschah, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen rettet und die sozusagen Feinde der Gläubigen vernichtet. Das sind alles für uns ein Befestigung, damit wir wissen, unser Weg ist schon mal vorher gegangen worden. Und unser Ziel wird erreicht. Und die anderen und die Feinde, die haben ihre Ziele nicht erreicht. Deswegen sollte man dieses Vertrauen haben, sollte man sich mehr die Geschichte von den früheren anhören und gucken, analysieren, davon Nutzen ziehen. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Geschichte gebracht, um uns zu befestigen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und in all diesen erzählen wir oder bringen wir die Geschichten von den früheren Gesandten, womit wir deinen Herzen befestigen, wodurch wir deinen Herzen befestigen. Diese Geschichten, wie als Beispiel die Geschichte von Pharaon und Musa, wiederholt sich sehr oft im Koran. Hat man sich die Frage gestellt, warum wiederholt sich diese Geschichte sehr oft im Koran? Um zu zeigen, es gibt einen Kampf zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Und egal wie das aussieht, die Unterstützung kommt von Allah. Und der richtige Weg wird belohnt. Deswegen sollte man nicht Kummer haben, sollte man nicht Angst haben, sollte man nicht Bange haben, wenn man auf richtigem Weg ist. Man sieht ja, wie die Sahaba sozusagen letztendlich den Sieg bekommen haben und letztendlich gewonnen haben. Letztendlich Allah subhanahu wa ta'ala hat sie blühen lassen, hat sie für die späteren Völker sozusagen eine nur in guter Erinnerung sind sie geblieben. Warum? Sie haben an dem Weg gehalten, haben gelitten, aber sind standhaft geblieben. Das heißt, wenn du standhaft bleibst, wirst du sozusagen erstens wirst du auf dem richtigen Weg sterben. Zweitens, Allah wird es auf jeden Fall belohnen, was du gemacht hast. Genauso, wenn man die Geschichten von den, sogar auch nach den Sahaba, die Imame, wie zum Beispiel Imam Ahmad oder Imam Shafi'i oder Imam Abu Hanifa oder Imam Sheikh Islam Taymiyyah oder Sufyan Thawri oder Auza'i, sie hatten alle das auch erlebt, was wir auch heutzutage erleben. Und trotzdem hat Allah Ta'ala uns gezeigt, dass Sirat Mustaqim, der richtige gerade Weg, der wird bei Allah Ta'ala geschützt und der wird bei Allah Ta'ala belohnt, wer aufrichtig diesen Weg geht. Dass wir nicht denken, ja, das waren früher die Leute so, heute nicht. Nein, es ist etwas, wo Allah Ta'ala uns diese Geschichte zeigt von den Propheten und was mit ihren Völkern passiert ist. Und dass wir auch durch die Geschichte des Islams oder die Geschichte von vorherigen immer erkennen, wie die Regel von Allah Ta'ala immer gilt. Dass Allah Ta'ala die Gläubigen rettet und dass er die Feinde vernichtet. Dass er das bessere Ende an die Gottesfürchtigen gibt. Auch was einen befestigt, ist die Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man immer eine Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Die Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich an Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Dass man immer sozusagen in Betrachtung zieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn beobachtet, dass er nicht in falschen Wege gerät, dass er nicht ihn auf eine Sünde sieht und dass man seine Zunge mit der Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigt. Und das ist sozusagen eine Methode der Befestigung. Sogar in den schlimmsten und in den gefährlichsten Situationen, in einem Kampfzustand, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O ihr Gläubigen, wenn ihr den Feind trifft, so sollt ihr standhaft bleiben und sollt ihr Allah sehr viel erwähnen. So
dass er Erfolg bekommt. Das heißt, selbst in einem Kampf sagt Allah zu den Gläubigen, erwähnt Allah zu Ta'ala viel. Was hat das als Effekt? Weil es ihn befestigt. Und in so einer Situation ist er ja in einem Kampf, wo er weiß, Allah ist derjenige, der unterstützt. Dass man sagt, Allah ist der Größere, Allah ist der Größte. Dass man weiß, dass Allah Ta'ala alles in seine Hände hat. Dann hat man sozusagen auch befestigt den Herz in so einer Situation. Und auch in jeder Situation, wenn eine Fitna aufkommt und wenn man in Zeiten von Fitna gerät, damit man nicht seine Zunge beschäftigt mit der Fitna oder dass man ein Teil zu der Fitna gehört, wenn man sich mit der Erwähnung von Allah Ta'ala beschäftigt und wenn man Allah erwähnt und sich zurückzieht von der Fitna, in Erwähnung von Allah Ta'ala bleibt, hat man auch eine Befestigung. Und auch ein Befestigungsgrund ist die richtige Aqida, dass man die richtige Aqida lernt. Es wurde in der Sira berichtet, dass Herakl, das kann man, glaube ich, übersetzen, Herkules oder Herakl, das ist sozusagen der herrschende Römer, der hat Fragen gestellt zu Leuten, die zu Herakl gekommen sind, von Quraysh. Und das war in dieser Zeit Abu Sufyan. Und Abu Sufyan war in dieser Zeit nicht Muslim. Abu Sufyan war in dieser Zeit nicht Muslim. Aber er fragte über die Angelegenheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann wollte Herakl nach seiner Kenntnis von der Religion und von Christentum, wollte er überprüfen, ob das jetzt ein richtiger Prophet ist oder irgendeiner, der etwas vortäuscht und so weiter und so fort. Er hat gesagt, diejenigen, die in die Religion reinkommen, also die dem Propheten folgen, kehrt einer von seiner Religion zurück, nachdem er in diese Religion eingetreten ist, dann sagt er Abu Sufyan nein. Dann sagt er Herakl als Antwort, so ist der Iman, wenn sozusagen er rein ins Herz kommt. Das heißt, diese Aqida, wenn man davon Nutzen zieht, von der richtigen Aqida, dann wird man befestigt auf dieser Welt. Und das Stärkste, was einen befestigt, genauso wie der Iman, auch die richtige Aqida. Deswegen sieht man auch, die Gelehrten, die die richtige Aqida hatten, waren die befestigsten Gelehrten. Und die Gelehrten, die sich mit falscher Aqida beschäftigt haben, wie zum Beispiel Philosophie und so weiter, das waren die meisten, die Zweifel hatten. Die waren gar nicht befestigt in der Religion. Sogar einer von den Gelehrten, die sich nur mit Philosophie und Ähnliches beschäftigt haben, der hat sich gewünscht, dass er eine Aqida von irgendeiner alten Frau von dieser Hoheit hätte. Warum? Weil sie, ohne sich mit Wissen zu beschäftigt zu haben, hat eine stabile Aqida, weil sie sich nicht mit Philosophie und Zweifeln und so weiter beschäftigt hat, hat eine richtigere und stärkere Aqida als derjenige, der die falsche Aqida sein ganzes Leben studiert und gesucht und gewühlt und darüber Bücher geschrieben hat und so weiter. Das hat ihn alles dann nicht genutzt. Deswegen an die richtige Aqida festzuhalten. Und ich gebe mal so einige Beispiele, wie der Unterschied zwischen der richtigen Aqida und die falschen Aqida. Wie man dann auch ganz deutlich sehen wird, bei welcher Aqida könnte man befestigt werden. Wenn eine Aqida zum Beispiel, ich erzähle mal einige falsche Aqida, wie bei Sufismus, dass man sozusagen Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala Menschen gibt, dass man übertreibt bei den Shuyuf von der Sufiya, also den Gelehrten von Sufiya, dass man jemanden neben Allah subhanahu wa ta'ala stellt. Und all diese Fehler, großen Fehler in der Aqida, die können einen dann
nicht befestigen, wenn er die Befestigung braucht. Warum? Weil er gerät dann in Fitna, er würde zum Beispiel angenommen, würde den Dajjal kommen. Bei den Sufiyya ist es normal, dass jemand vielleicht solche, wie sie sagen, Karamat und so weiter hätte. Dann würden sie vielleicht den befolgen. Warum? Weil sie nicht den Tawhid gesichert haben. Genauso bei Rafida. Bei Rafida, die sagen, es gibt Imame, die sind fehlerfrei und so weiter und so fort. Wenn der Dajjal kommen würde bei denen, dann könnten sie sagen, das ist unser Mahdi, den wir erwartet haben. Weil in ihrer Aqidah sind sehr viele Eigenschaften, die sozusagen gehören eigentlich nur Allah subhanahu wa ta'ala, geben sie die Menschen. Aleviten, die verkörpern Allah subhanahu wa ta'ala in Person. Da kommt der Dajjal, sagt, ich bin euer Herr. Könnten sie akzeptieren, nehmen. Sie würden nicht von diese Fitna geschützt sein. Aber derjenige, der die richtige Aqidah hat, der weiß, dass nur Allah der Einzige, der anzubeten ist und seine Eigenschaften sind mit niemandem zu vergleichen und niemandem zu geben und so weiter und so fort, der wird all diese Sachen ablehnen und der wird auch dann den Dajjal ablehnen, weil er weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht zu sehen auf dieser Erde. Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht sozusagen in die Person von Dajjal kommen und so weiter. Seine Aqidah schützt ihn von der Fitna. Genauso bei Versuchungen. Wer Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und die richtige Aqidah hat, der wird auch sozusagen stabiler sein bei Versuchungen. Und ein schönes Beispiel dafür ist Imam Ahmad. Imam Ahmad hat Allah subhanahu wa ta'ala befestigt und er wurde geschlagen, um zu sagen, dass der Koran erschaffen ist, und er war befestigt auf diese richtige Aqidah und Allah subhanahu wa ta'ala hat durch ihn die Sunnah bewahrt. Und es sagten, einige von den Salaf sagten, die meisten Leute, die Zweifel haben bei ihrem Tod, vor ihrem Tod, sind die Leute von Ahlul Kalam, die sich mit sozusagen diese, wie nennt man diese Ahlul Kalam? Philosophie. Es gibt ein anderes Wort, habe ich jetzt nicht im Kopf, das sagt man für Ahlul Kalam, aber so ähnlich wie Philosophie. Auch, was einen befestigt, und das ist sehr wichtig für die Jugendlichen, die neu sozusagen einsteigen, die sich stabilisieren wollen, ist, dass sie, also dass die Methode, die sie befestigt, ist, dass sie erzogen werden nach dem Koran, nach Koran und Sunna mit Wissen und Schritt für Schritt. Wissen und Schritt für Schritt. Der Prophet Muhammad hat auch mit Schritt für Schritt beigebracht. Deswegen manche kommen einen großen Imanschub und wollen alles machen und halten sich für eine Zeit lang, vielleicht 2 Monate, 3 Monate oder vielleicht ein halbes Jahr und so weiter, machen sie vieles und dann auf einmal alles weg oder sie kehren zurück. Deswegen muss man richtig erzogen werden nach der Koran und Sunna und sich stabilisieren und das verinnerlichen und sozusagen suchen, einen nächsten Schritt zu machen, sich nicht beruhen in das, was man hat, und auch nicht alles überstürzen, dass man erzogen wird nach dem Koran und dass man alles mit Wissen handelt. Ohne Wissen sollte man nicht handeln. Das bringt auch sehr viele Jugendliche, auch egal, sozusagen, nachdem sie auch den Weg gefunden haben und so weiter, nachdem sie rechtgeleitet worden sind, kommen sie wieder in ihr altes Leben, wie gestern der Bruder Jazakallahu Khairan auch erwähnt hat. Deswegen sollten wir die gleiche Erziehung bekommen, wie die Sahaba die Erziehung vom Propheten Muhammad bekommen haben. Der Prophet hat jahrelang den Tawhid in den Sahaba eingepflanzt, der richtige Glaube und das Hängen an Allah subhanahu wa ta'ala und das Beabsichtigen in all seinen Taten Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kam ein Ritual, hat beigebracht, dieses Ritual nachzugehen, wie man das auf beste Art und Weise führt. Und dann nächste Sache. So waren die Sahaba immer bereit, jeden Befehl anzunehmen, jeden Befehl sozusagen sich hinzugeben. Und so sollte auch der Muslim auch auf diese Art und Weise erzogen werden. Nicht sozusagen Euphorie und
auf einmal macht man einiges und danach lässt man oder kehrt man zurück oder wird ihnen langweilig, kommt auch manchmal mit dem Ton, ja, ist mir langweilig geworden. Die Religion ist keine Mode, die Religion ist nicht eine Phase, die du machst. Die Religion ist ein Weg, den du gehst. Damit sollte man sich auch befestigen mit dem Erziehen nach Wissen und nach Schritt für Schritt. Und der letzte Punkt, vorletzte Punkt, dass man zurückkehrt zu den Gelehrten. Wenn man befestigt werden möchte, sollte man immer zurückkehren bei Gelehrten, vor allem wenn die Fitna eintritt. Sagte Ali ibn al-Madini, sagte er, A'azza Allahu ad-Din bis Siddiq yawm al-Ridda wa bi Ahmad yawm al-Mihna. Allah SWT hat diese Religion geehrt durch Abu Bakr an der Zeit, wo sie Leute aus dem Islam ausgetreten sind. Hat Allah SWT die befestigt durch Abu Bakr. Und Allah SWT hat die Religion geehrt durch Ahmad bei dieser Prüfung nach, ob der Koran erschaffen ist oder nicht erschaffen ist. Da hat Allah SWT die Religion geschützt oder geehrt durch diesen Imam, den Imam Ahmad. Was bedeutet, dass wenn man zurückkehrt zu den Gelehrten, sie sind selber befestigt und sie befestigen auch die anderen. Abu Bakr hat andere befestigt. Deswegen ist es wichtig, zu denjenigen, die wissen, wie einer befestigt wird in der Situation, wo er sich befindet, dass man zurückkehrt zu den Gelehrten. In unserer Zeit, wenn wir zurückkehren zu den Gelehrten, haben wir sozusagen einen Schutz, dass wir nicht irgendeinem Rufer folgen. Der eine ruft zu Dschihad, komm, lass uns zu Dschihad gehen. Guckst du, die Gelehrten haben zum Beispiel ganz andere Hinweis, ganz andere Erklärungen. Dann schützt dich das, dass du nicht irgendeinem folgst, der dich in einen Irrweg bringt. Und das ist auch passiert. Die gehen, werden eingepflanzt mit den Gedanken von Takfir und dass die alle Kuffar sind und so weiter. Und dann geht er mit der Absicht hin, er wollte Dschihad machen, kommt er und macht er auf einmal Dschihad gegen seine Brüder und bekämpft seine Brüder oder macht er falsche Dschihad oder hat ganz andere Verständnis. Warum ist so einer in so eine Gruppe geraten? Weil er nicht zurückkehrt zu den Gelehrten und sie um Rat bittet und guckt, ob das richtig ist oder falsch ist. Deswegen ist das ein Schutz von Fitna, zu den Gelehrten zurückzukehren, denn die Gelehrten sind Erben der Propheten. Weil manche haben jetzt die Methodik, dass sie die Gelehrten stürzen wollen und sie beschimpfen oder sie beschuldigen oder sie sozusagen die beschuldigen sie, dass sie sich nicht um die Umma kümmern oder dass sie faul sitzen oder nur über bestimmte Themen reden, andere Themen nicht ansprechen. Das ist alles von Teufel und von Shaitan, dass man so einen Gedanken hat über die Gelehrten. Warum? Weil wer lobt die Gelehrten? Sind wir, die jetzt die Gelehrten ein Urteil geben? Oder nehmen wir den Urteil über die Gelehrten von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wenn der Prophet Muhammad sagt, das sind meine Erben, nach mir kommen Gelehrte. Sollen wir sagen, oh Prophet, du hast dich getäuscht in den Gelehrten, wir sind etwas besser, wir können besser urteilen über diese Gelehrten? Nein. Natürlich sollte man den Gelehrten der Sunna befolgen, das ist richtig. Aber, dass man den Gelehrten der Sunna auch beschuldigt und dann auch ihnen unterwirft, dass sie sich nicht um ihre Aufgabe kümmern, wer kümmert sich dann über die Aufgaben der Gelehrten? Du oder ich? Oder die verbringen ihre ganze Zeit, damit sie uns den Weg zeigen, wie man in dieser Zeit am besten die Sunna verbringt. Und der letzte Befestigungsgrund oder Befestigungsmittel ist der Dua. Dass man sagt, O Allah, ja muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Das ist zum Beispiel ein Dua vom Propheten Muhammad. Und der die Herzen wendet, befestige mein Herzen
auf deine Religion. Das sind, inshallah, so Mittel, die zur Befestigung führen. Wer kann sie gerade kurz wiederholen? Wie viele haben wir heute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 haben wir. Der erste ist Koran. Zweite Iman. Dritte Geschäft. Reschef Mittag. Viertens Geschichten der Propheten und ihre Völker, Lektion ziehen und auch die Sahara und die Reschef und früheren. Fünftens die richtige Erziehung nach Wissen und nach Wissen und nach also Schritt für Schritt aufbauen. Ja. Also Erwähnung von Allah? Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala befestigen. Dass man immer eine Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Gelehrten. Kontakt mit der Zurückkehren zu den Gelehrten. Ja, Simon. Dann richtige Akida. Die richtige Akida. Und die letzte. Dua. Sag mal, subhanallah, hamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk. Es gibt, ich glaube, Fahrgemeinschaft, der nach Doha fahren möchte, der Bruder Simon.